Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute gibt es ein weiteres Ami on Tour Video in meinem Badezimmer. Also in diesem Video zeige ich euch meine Zahnpflegeutensilien, was ich so verwende, warum ich es verwende, was ich mag, was ich nicht mag. Wird auf jeden Fall alles gefreestyled sein, ich erzähle euch einfach was dazu. Außerdem muss ich euch vorweg einmal warnen, dieses Video wird sehr Curaprox-lastig werden. Ich habe keine Kooperation mit Curaprox, noch mit sonst irgendeiner anderen Firma. Das Video ist nicht bezahlt, ich bin nicht gesponsert. Ich sage lediglich in diesem und in allen anderen Videos bisher auch meine eigene, ehrliche, unbezahlte Meinung. Und die Produkte, die ihr gleich sehen werdet, sind die Produkte, die ich privat verwende. Sollte ich jemals eine Kooperation machen, werde ich das explizit erwähnen. Und dann kann es jetzt losgehen. Wir gehen einmal in mein Badezimmer. Also bleibt dran! So, da wären wir wieder in meinem Badezimmer. Der Ton hier ist katastrophal, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich habe hier schon neben mir, ich zeige das jetzt nicht, aber ich habe hier einen Haufen Handtücher und Bademäntel ausgebreitet, in der Hoffnung, dass es den Schall ein bisschen dämpft. Aber ich fürchte, es funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, wir fangen einfach mal an mit meinem Spiegelschrank. Ich habe euch das ja in meinem letzten Video schon gezeigt, wo es um die Hygiene von Zahnbürsten und Bürstenköpfen ging. Aber jetzt zeige ich euch auch mal, was genau ich eigentlich verwende und ja, wieso und was es damit auf sich hat. Und wir legen einfach mal los. Die Sachen hier auf der linken Seite sind nicht meine, sondern die von meinem Freund Marc. Das ist auch nicht alles, was er hat. Er hat unten im Badezimmer auch noch mehr Sachen. Und alles ab hier bis dort ist meins. Und das ist auch noch nicht alles. Aber wir fangen hier einfach mal an, was ich hier so habe. Also die Bürstenköpfe. Ihr wisst ja, dass ich die Curaprox Hydrosonic Pro verwende. Allerdings nur den Sensitiv und den Single Bürstenkopf. Den Power verwende ich eigentlich gar nicht. Ich habe auch die Easy zu Hause. Daher kommen diese beiden Bürstenköpfe. Ich mag die länglichen Bürstenköpfe aber nicht so gerne wie die. Deswegen verwende ich eigentlich nur diese tropfenförmigen. Dann habe ich als neuestes die Oral-B iO9 und das ist auch der Sensitiv-Bürstenkopf dazu. Er ist ein bisschen pink, weil ich natürlich schon überprüft habe mit Plaque-Search-Tabletten, wie gut die putzt. Und über die iO mache ich auf jeden Fall nochmal ein gesondertes Video. Dann habe ich hier die Curaprox Velvet. Ich muss sagen, also die ist noch sanfter als die Ultrasoft. Die hat auch mehr Borsten. Ihr könnt das hier lesen, 12.460 Borsten hat die. Die andere nur 5.460. Ich finde sie noch sanfter. Ich mag die echt gerne. Hab das Gefühl, sie putzt aber ein kleines bisschen schlechter als die Ultrasoft. Also nicht ganz so gründlich. Aber ja, ich glaube, der Unterschied ist minimal. Es kann sein, dass es niemand anderem auffällt außer mir. Und mit dem Plaque Search habe ich jetzt auch keinen Unterschied feststellen können. Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es die so schon zu kaufen gibt, vor allem in Deutschland. Wenn ja, verlinke ich sie euch auf jeden Fall unter dem Video in der Beschreibung. Aber da muss ich sagen, die habe ich von Curaprox geschenkt bekommen, weil ich die gerne mal ausprobieren wollte. Und jetzt weiß ich, wie gesagt, nicht, ob es die in Deutschland schon zu kaufen gibt. Aber wenn, dann ist der Link auf jeden Fall unter dem Video. Dann hier ganz normal die Curaprox Ultrasoft 5460 in einer Limited Edition. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile alle, dass ich die Zahnbürste liebe. Und falls ihr euch fragt, warum ich eine Schallzahnbürste und Handzahnbürsten verwende. Ich nehme abends immer eine Schallzahnbürste und morgens oder auch mittags, tagsüber verwende ich auch ganz gerne meine Handzahnbürste, weil ich das Gefühl habe, weil ich die einfach gerne verwende und das Zahnfleisch damit besser oder angenehmer massieren kann für die Durchblutung. Und es ist einfach nochmal ein anderes Putzgefühl als mit einer Schallzahnbürste. Und deswegen verwende ich trotzdem auch nach wie vor
Handzahnbürsten. Dann kommen wir hier, machen wir hier mal weiter. Hier steht die Curaprox Hydrosonic Pro. Dahinter steht die Oral-B iO 9. Und ja, da kommt wie gesagt nochmal ein gesondertes Video zu. Zu der habe ich ja schon eine ganze Menge gemacht, aber auch da habe ich noch Videos in Planung. Zum Beispiel meine Meinung nach 2 Jahren Benutzung und wie man mit der richtig die Zähne putzt. Also da wird in Zukunft auch noch was kommen. Dann machen wir mal weiter mit den Zahnpasten. Ich habe hier die Pearls & Dents, die finde ich sehr gut. Ich habe vor kurzem mal die RDA-Werte auf meine Zahnpasta-Packungen geschrieben. Ich hatte die auch eigentlich alle so ungefähr im Kopf, aber ich habe sie mal ganz exakt drauf geschrieben, als ich neulich ein Video vorbereitet habe. Und ein RDA-Wert von 32 ist halt sehr, sehr sanft und trotzdem reinigt die mega gut. Durch diese Kügelchen, die da drin sind. Ich mag die Kügelchen nicht so gerne, weil die sich doch manchmal ja, unter das Zahnfleisch setzen oder da am Zahnfleisch ein bisschen unangenehm sind. Für mich persönlich jetzt von meinem Geschmack her. Aber ansonsten ist das ja eine sehr gute Zahnpasta. Gerade wenn man eine sucht gegen Verfärbung, kann ich die sehr empfehlen, weil sie eben trotzdem noch einen sehr niedrigen RDA-Wert hat. Dann haben wir als nächstes die Sensodyne Pro Schmelz Zahnschmelz Repair. Da habe ich ja auch schon in meinem Video über Zahnpasten drüber erzählt. Die ist halt sehr gut, wenn man ja, Säure isst und die Zähne remineralisieren möchte. Da soll das halt die beste sein. Generell habe ich jetzt an keiner Zahnpasta gar nichts auszusetzen. Also ich glaube, die Zahnpasta, die ich durch und durch einfach nur super finde, die muss erst noch erfunden werden. Oft sind es irgendwelche Inhaltsstoffe, die ich nicht mag oder ein zu hoher RDA-Wert. Ja, bei der Lavera ist es so, ich habe seit neuestem mal ein bisschen rumprobiert bei den Naturkosmetik-Zahnpasten. Ich habe Lavera auch angeschrieben, was der RDA-Wert hiervon ist oder von allgemein deren Zahnpasten. Und habe leider keine Info bekommen. Also es kam eine etwas merkwürdige Nachricht zurück. Also ich verstehe nicht ganz, warum die in einem so hochgestochenen Deutsch schreiben. Und sinngemäß stand da einfach nur drin, dass sie nicht dazu verpflichtet sind, den RDA-Wert anzugeben und dass der auch ja, nicht so viel Sinn macht, dass es andere Parameter gibt, die wichtiger sind. Ja, ich finde es immer schade, wenn man so gar keinen Anhaltspunkt vom RDA-Wert hat. Ich weiß, dass der RDA-Wert nicht ausschlaggebend ist und auch sehr großen Schwankungen unterliegt. Aber wenn man so gar keinen Anhaltspunkt hat, wo er sich ungefähr befindet, das finde ich halt schon blöd, wenn man so gar nicht weiß, wo man die einordnen kann. Dann die Elmex Mentholfrei, die mag ich einfach, weil sie sehr sanft ist. Manchmal, wenn ich die eine Zeit lang benutze und dann wieder eine andere, dann merke ich, wie scharf das an der Mundschleimhaut ist. Die hat einen etwas hohen RDA-Wert von 77, aber ansonsten mag ich die ja ganz gerne. Elmex Sensitive Professional nehme ich schon seit Jahren, einfach weil es einen niedrigen RDA-Wert hat und für alle, die schmerzempfindliche Zähne haben, kälteempfindliche Zähne, da ist die wirklich richtig gut, die funktioniert da super. Und dann ganz, ganz hinten habe ich noch die Curaprox Enzykal 1450, also mit Fluorid. Die hat auch sehr sanfte Inhaltsstoffe und die mag ich auch sehr gerne. Dann machen wir mal zügig weiter, damit das Video nicht zu lang wird. Habe ich selbstverständlich noch Hand-Solo-Zahnbürsten, die 1009 und die 1006 von Curaprox. Vielleicht wundert ihr euch, warum ich eine Prothesen-Zahnbürste in meinem Zahnputzbecher habe. Das liegt einfach daran, dass ich meine Knirscherschienen damit sauber mache. Ich nehme nämlich Knirscherschienen als Retainer. Ich hatte nie eine KFO-Behandlung, aber die Zähne verschieben sich im Laufe des Lebens schon. Die haben eine Mesialwanderung, also drücken nach vorne. Ja, bei meinen Eltern ist das jetzt nicht passiert. Also ich habe da, denke ich, ganz gute Gene und trotzdem möchte ich halt nichts riskieren und trage gelegentlich dann mal eine Knirscherschiene. Was das anbelangt, bin ich vielleicht etwas übergenau, aber meine Zähne sind mir nun mal heilig. Dann, ich nehme die mal raus, habe ich 3 verschiedene Zungenreiniger. Ich weiß schon gar nicht mehr, von welcher Firma da ist. Ich glaube von Meridol. Den mochte ich auf jeden Fall nicht so gerne mit diesen Noppen hier und dem,
diesen Gummidingern. Das fand ich jetzt nicht so gut. Ich mag den kleinen von Curaprox sehr gerne. Der ist super zierlich und wenn man zu Würgereiz neigt, dann würde ich auf jeden Fall so einen kleinen nehmen. Der große ist auch okay, aber den kleinen fand ich besser. Dann natürlich ganz, ganz wichtig, Interdentalbürsten. Ich verwende immer die von Curaprox, die türkisene und die rote. Die rote habe ich in dem langen Halter, weil ich die vor allem hinten bei den Backenzähnen brauche und man damit halt besser ankommt. Also ich finde den für hinten ganz gut und den für weiter vorne. Aber das müsst ihr wirklich selber herausfinden. Ich sage es immer wieder, probiert es aus, womit ihr am besten zurechtkommt. Ich habe noch hier eine von TP und die von der DM Eigenmarke, weil ich ein Video darüber machen wollte. Ja, über verschiedene Interdentalbürsten von verschiedenen Firmen, günstige und teure. Also das wird in Zukunft auch noch kommen. Dann sage ich da mehr zu. Dann habe ich ein Reinigungsmittel für die Knirscherschienen. Kann man auch für Prothesen verwenden. Das finde ich richtig gut. Das ist das für das Tägliche. Und hier oben habe ich noch das, was man nur einmal in der Woche verwendet, die Intensivreinigung sozusagen. Ist auch von den Inhaltsstoffen ja, recht natürlich. Finde ich sehr, sehr gut. Vorher habe ich nämlich normale Zahnpasta verwendet zur Reinigung. Und ich finde, das Mittel funktioniert besser, es schäumt besser, ist angenehmer. Man braucht nur einen winzigen Tropfen. Also die Packung wird wahrscheinlich eher ablaufen, als dass sie leer wird. Finde ich richtig gut. Ja, und dann habe ich noch so eine kleine Curaprox BU Zahnpasta. Mag ich jetzt persönlich nicht so gerne die Zahnpasta, aber ab und zu mal hat sie ja doch einen ganz coolen Geschmack. Also gelegentlich nehme ich die einfach mal. Dann, falls ihr euch vielleicht gewundert habt, ihr habt schon vielleicht ein A auf meinen Zahnpasten gelesen und hier ist ein M drauf, M für Mark und A für Ami. Ja, ich möchte nicht meine Zahnpasta mit irgendwem teilen. Und ja, damit man da nicht durcheinander kommt, ist es alles beschriftet. Dann gucken wir mal, was hier oben noch so ist. Das hatte ich ja jetzt schon gesagt, die Intensivreinigung. Dann habe ich hier noch Plaque Surge Tabletten von TP. Kann nie schaden. Also ich verwende die wirklich häufiger mal, um zu kontrollieren, auch wie gut die Zahnbürsten putzen und so weiter. GC Tooth Mousse. Super Produkt. Gibt es in der Apotheke oder online. Ist in diesem Fall ohne Fluorid. Gibt es auch mit Fluorid. Tooth Mousse ist bioverfügbares Kalzium und Phosphat enthalten. Kann jeden Tag verwendet werden, sogar zweimal täglich. Wird einfach mit einem Wattestäbchen auf die Zähne aufgetragen. Paar Minuten einwirken lassen und am besten hinterher nicht ausspülen und nur ausspucken. Und das ist super zur Remineralisation der Zähne. Dann haben wir hier noch Elmex Gelee. Was soll ich dazu sagen? Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht. Schaut euch das an. Ja, dann habe ich hier solche Art Gebissreiniger-Tabletten. Die habe ich verwendet, bevor ich diese Intensivreinigung hatte und die sind sehr aggressiv. Also wenn ihr Prothesen habt, solltet ihr sowas nicht verwenden. Die greifen den Kunststoff an. Aber als Toilettenreiniger ist das sehr gut geeignet. Kleiner Tipp von mir. So, was haben wir noch hier oben? Oh ja, das wird spannend. Das kippe ich einmal kurz aus. Und zwar habe ich eine Menge Instrumente zu Hause. Was haben wir denn hier Schönes? Also einmal eine Pinzette, dann ein Mundspiegel, dann habe ich insgesamt zwei Scaler, diese beiden hier, und eine ganze Menge Sonden, verschiedene Sonden. Ja, alles, was Frau zu Hause braucht, ne? Nein, natürlich nicht. Also, was ich euch wirklich ans Herz legen kann, was ihr euch kaufen solltet für zu Hause, wäre so ein Mundspiegel. Der ist super geeignet, wenn ihr zum Beispiel Plaque Surge-Tabletten nehmt, dass ihr hinterher so die Innenseite eurer Zähne angucken könnt oder auch eben ganz hinten oben. Alles, was man im normalen Spiegel nicht sehen kann, dafür ist so ein Mundspiegel super geeignet. Also, das würde ich euch wirklich ans Herz legen, dass ihr euch sowas kauft.
Alle anderen Sachen braucht ihr definitiv nicht. Also die brauche ich auch nicht alle. Ich habe die eigentlich nur zu Hause, ja, seit dem Studium eigentlich, weil wir im Studium sämtliche Instrumente selber kaufen mussten. Und seitdem habe ich das eigentlich zu Hause, was ich auch ganz gut finde, weil das sind so die Sachen, die man für eine zahnärztliche Untersuchung so standardmäßig braucht. Und ja, man weiß ja nie, was für ein Notfall am Wochenende mal ist. Na, jedenfalls habe ich diese Sachen zu Hause. Aber ja, ihr braucht das alles nicht. Wenn ihr wissen wollt, was genau ich hier habe und was das für Sonden sind, wofür man die braucht, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Dann mache ich da nochmal ein separates Video drüber. Ansonsten möchte ich euch nur ans Herz legen, das ist wichtig. Leute, kauft euch bloß keinen Scaler. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Es gibt mittlerweile online einfach so Scaler zu kaufen, wo sich der Laie zu Hause selber den Zahnstein mit entfernen soll. Und da gibt es auch super Bewertungen, wie toll das funktioniert. Bitte lasst das sein. Das gehört alles nur in die Hände eines Fachmanns. Und wenn ihr als Laie damit euren Zahnstein entfernt, dann zerkratzt ihr eure Zähne. Und dann nützt es auch nichts, wenn ihr eine super sanfte Curaprox-Zahnbürste verwendet, wenn ihr euch hinterher mit einem Scaler die Zähne zerkratzt. Also bitte lasst das sein. Finger weg. Und ja, dann machen wir mal weiter. Hier gleich bei meiner Kulturtasche. Hier habe ich nämlich auch noch eine Menge Sachen rumliegen. Bürstenkopf von der I.O., den möchte ich noch testen. Das ist der härtere. Ich denke nicht, dass ich den mögen werde. Ich mag Sensitiv-Bürstenköpfe ja generell lieber und Bürstenköpfe für Philips Sonicare, die ich auch noch ausprobieren werde. Dann habe ich hier noch meine Zahnseide. Ich habe eigentlich immer meine Kulturtasche gepackt. Also ich komme nicht gerade aus dem Urlaub wieder, nicht, dass ihr euch wundert. Aber ich lebe aus meiner Kulturtasche und ja, deswegen, die sieht jetzt auch nicht so schick aus. Sie muss einfach nur praktisch sein, viele Fächer haben. Ich habe da eigentlich alles drin, bis auf Zahnbürsten, Zahnpasta und Duschsachen, also Shampoo und so. Und bin immer sofort ready to go. Und hier habe ich eben auch meine Zahnseide drin. Einmal eine ungewachste, die verwende ich im Moment am liebsten. Und weil es mir einmal passiert ist, dass ich im Urlaub war und keine Zahnseide mehr hatte, weder in meiner Kulturtasche noch in meiner Handtasche, beide sind gleichzeitig leer gewesen. Es war die Katastrophe. Dann musste ich mir vor Ort eine neue kaufen und ich mag halt nicht jede. Ich kann jede verwenden, komme mit jeder klar, aber ich mag nicht jede. Und das war natürlich eine Katastrophe in diesem Urlaub. Also das sind so die Probleme einer Zahnärztin, wenn sie in Urlaub fährt und ihr die Zahnseide ausgeht. Darum, seitdem habe ich immer mindestens zwei Packungen in meiner Kulturtasche. Dann habe ich hier noch Curaprox Implant Saver. Jetzt geht hier die Lüftung an. Oh Mann, ich hoffe, es stört euch nicht. Naja. Machen wir mal weiter. Den Implant Saver, den verwende ich gelegentlich als Zahnseideersatz. Der ist ja dicker und flauschiger, aber nicht so dick und fest wie eine Superfloss. Und die kann man als Zahnseide verwenden, ist aber leider arschteuer. Also mega teuer. Diese Packung kostet 18,50 €. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, aber die funktioniert halt sehr gut. Und bei Implantaten, wenn man schon ein teures Implantat hat, ja, kann man mal drüber nachdenken. Ansonsten Superfloss ist auch sehr gut. Oder eben Interdentalbürstchen. Apropos Interdentalbürstchen, ich habe hier noch ein Reiseset von Interdentalbürsten. Ich lege euch mal kurz weg und mache das auf. Selbstverständlich auch von Curaprox. Ich fand das super gut. Ich hatte das immer dabei. Im Urlaub. Hier ist auch noch Platz für entweder eine andere Farbe oder für Reservebürstchen. Ich finde es echt gut. Aber ich habe seit neuestem dieses Reiseset von Curaprox. Da ist nicht nur eine Interdentalbürste drin. Da ist auch Platz für zwei Bürsten, also zwei Interdentalbürstenköpfe, sondern eben auch eine Reisezahnbürste, die Ultrasoft. Zusammengeklappt und eine Zahnpasta. Und die nehme ich auch sehr gerne mit, wenn ich
ja, mal irgendwo zu Besuch bin und dort Mittag esse oder was auch immer, dann nehme ich die ganz gerne mit. So, habe ich hier noch irgendwas? Naja, eigentlich nur noch so Kram halt. Das Reiseetui von der Hydrosonic Pro. Ein Köcher für die Handzahnbürste. Das für meine Knirschmaschinen. Ja, das war's hier soweit. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen, und zwar, ich stelle das mal eben hier rüber. Das ist für die Knirschmaschinen oder für Prothesen oder lose Zahnspangen, und ich finde das richtig schön. Ich hatte meine Knirschmaschinen vorher immer in einem Zahnputzbecher, dann stand es offen rum und ist eingestaubt oder ja, war halt nicht so schön, wenn man Besuch hatte und jeder das gleich gesehen hat. Und ich finde normale Prothesenbecher super unsexy. Also es erinnert mich halt wirklich immer daran, als ob da meine Oma ihre Prothese liegen hat. Und die sind meistens hier so rund und weiß mit so einem Griff oben. Also ist nicht so sexy einfach. Und dies hier finde ich so schön mit dem grünen Rand. Also ich mag das richtig gerne. Ich lege euch nochmal weg und mache das auf. Also so sieht das Ganze von innen aus. Die Knirscherschienen liegen da normalerweise in dem Wasser. Und man hat hier eben so einen Einlegeboden drin. Das grüne ganze Ding hier kann man rausheben. Und mit der Intensivreinigung funktioniert das eben so. Ihr müsst das so viel Intensivreinigung geben, dass unten das bedeckt ist und den Rest mit Wasser auffüllen und dann das für 6 bis 8 Stunden da reinlegen. Ja, ich finde das einfach richtig schön. Es staubt nichts mehr ein und es sieht zudem echt schick aus, wenn das so im Badezimmer steht. So, das war es auch schon wieder. Mich interessiert vor allem, wie ihr das Video findet, was ihr noch für Vorschläge habt, worüber soll ich die nächsten Videos machen, was interessiert euch, was habt ihr für Fragen und was verwendet ihr eigentlich für Produkte? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, und drückt auf die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!